Liebe Pullheim TV-Zuschauer, heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier. Und zwar den Horst Günther Strozziner. Und das ist der designierte Prinz des Pullheimer Dreigestirns für das Jahr 2014. Die meisten Pullheimer kennen Sie. Trotzdem wäre es schön, wenn Sie sich mal kurz vorstellen würden. Ja, mein Name ist Horst Günther Strozziner. Ich bin fast 50 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei wunderbare Kinder und bin vom Beruf Metzgermeister und führe einen Betrieb für Fleisch- und Wurstwaren. Vielen Dank. Was da hinten? Das ist der Ingo Dellbrügge. Die meisten Leute kennen den nur unter Ingo. Wir sind in seinem Friseursalon und das hat auch einen besonderen Grund, weil hier ist das Ambiente für dieses Interview mit dem neuen Prinzen am allerbesten. Weil der Ingo, der war auch schon mal Prinz und zwar im Jahre 1988 und da warst du Prinz Ingo. Und jetzt haben wir gedacht, vielleicht könnt ihr zweimal ein bisschen miteinander reden. Zwar nicht jetzt, aber überhaupt mal, weil er wird Prinz und du warst es schon. Würdest du es nochmal machen? Ich würde es, wenn ich gesund wäre und alles in Ordnung wäre und die richtigen Partner hätte, nochmal machen. Aber mittlerweile bin ich zu alt dafür und überlasse es gerne den Jüngeren. Ist es sehr abhängig von den Partnern, das heißt vom Bauern und von der Jungfrau? Die drei müsste ich nicht schon sehr gut verstehen und auch mit dem Prinzenführer. Das ist eine wichtige Sache, die durch den ganzen Karneval zieht. Sie müssen alle gemeinsam immer an einem Strang ziehen. Danke. Sie haben Bauern und Jungfrau, das ist der Klaus-Dieter Teichert und der Dieter Mack. Und wie habt ihr euch zusammengefunden? Wie ist das überhaupt entstanden? Wie kommt man auf diese Idee, Prinz zu werden? Ja, also wir sind alle drei im Großen Rat von der Pullheimer KG und wir haben uns dort auch kennengelernt und auch schätzen gelernt. Und irgendwann ist es dann mal dazu gekommen, in einem Gespräch, dass wir gesagt haben, Mensch, ein Dreigestirn könnten wir ja mal zusammen machen. So, und dann war das eigentlich eine Schnapsidee für vor vielen, vielen Jahren, weil wir waren uns alle einig, wir können es eigentlich gar nicht machen, weil wir alle beruflich so engagiert sind. Daraufhin waren wir uns einig, da warten wir mal drauf, bis wir mal ganz, ganz alt sind und dann werden wir es bestimmt mal eine lustige, schöne Zeit erleben dürfen. Gut, ganz, ganz alt seid ihr nicht, weil ihr habt Glück gehabt. Also erstmal haben die Aalheere Pech gehabt, weil sie keinen Dreigestirn hatten dieses Jahr. Und dann kam die Idee von euch oder von wem kam die Idee, dass ihr für 10 Tage machen wollt? Also ursprünglich war es so, wir hatten ein Benefizessen im Kreise des Großen Rates und mir war es einfach von Anfang an nicht klar, dass es kein Dreigestirn gab. Der Präsident Norbert Rohde, der immer irgendwo noch einen Joker hatte, musste aber auch diesmal bei diesem Essen Fahne bekennen und sagen, es wird tatsächlich dieses Jahr keins geben. Als wir nachher mit den Männern zusammensaßen bei einem Bierchen, war es mir nicht klar, dass ein Zug ohne einen Prinzen gehen kann, der Karnevalsdienstagzug. Und im Laufe dieses Gespräches erklärte ich mich bereit, den Prinz für einen Tag zu machen. Und irgendwie hat der Rohde das wohl auch irgendwie im Gefühl, wenn irgendwo es um einen Prinzen oder ein Dreigestirn geht, dann ist er sofort zur Stelle. Dieser Prinz für einen Tag, das war ja der kleine Finger, den man dem Rohde gereicht hat und dann wie immer. In der Tat, es war ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl und er bekommt jetzt den ganzen Zaun, den wir drei ermöglichen können. Wir haben uns dann überlegt, der Karneval in Pullheim, es wäre zu schade, keinen Prinzen zu haben, kein Dreigestirn zu haben. Also machen wir das schon, indem wir das Rathaus einnehmen wollten. Das heißt, Sie machen das jetzt 10 Tage? Dann waren wir mit der Bestürmung des Rathauses waren wir dann also mehr oder weniger haben uns dazu bereit erklärt und dann haben der Herr Rohde die große Idee gehabt, den Sonntag vor dem Weiberdonnerstag zu beginnen mit einer Kölschen Mess, danach mit einer Totenehrung auf dem Friedhof, dann gehen wir zusammen in die
in den Köstersaal, wo dann die eigentliche Proklamation stattfindet, im Kreise des Dämmerschoppens. Und da ist es eigentlich, dann ist dieses Paket entstanden, dass wir sagen, okay, wir machen es 10 Tage. Nochmal zurück zu Ihrer Familie. Sie sind ja also nicht ganz unbeleckt vom Karneval. In Ihrer Familie war schon mal jemand im Dreigestirn. Ja, in der Tat, mein Vater, der war Jungfrau im Pulheimer Dreigestirn und meine Mutter war ein Funke-Mariechen im Pulheimer Karneval. Und das ist einfach, bei uns ist dieses Gen in der Familie drin. Und ich durfte auch schon als Pulle-Männchen bei den Pulle-Männchen mittanzen und bin dann sogar zur Ehre gekommen eines Tanzoffiziers. Und dann ist es aber dazu gekommen, dass es jetzt nur 10 Tage sind. Was macht man jetzt in 10 Tagen? Da gibt es ja Kriterien, wo man sagt, das ist wichtig. Wer entscheidet jetzt, wo müssen wir hin? Weil es werden wahrscheinlich Tausende anrufen und sagen, der soll zu uns kommen, das Dreigestirn. Die müssen zu uns, weil die kommen jedes Jahr zu uns. Wer entscheidet das? Ist das euer Prinzenführer, der Herr Esser, oder ist es, seid ihr das oder versucht er alles irgendwie hinzukriegen? Also zuallererst natürlich ist es die Aufgabe vom Prinzenführer, da ein vernünftiges Konzept zu erstellen. Und uns kommt allen drei sehr entgegen, so wie er es aufgebaut hat. Wir haben also die Ehre, zu den karitativen Zwecken gehen zu dürfen, wie Altersheime. Wir haben die Freude, in Kindergärten auftreten zu dürfen. Und wir drei haben uns entschieden, in dieser kurzen Zeit auch die Möglichkeit, den Pulheimern zu geben, das Dreigestirn sehen zu können. Das heißt, in diesen 10 Tagen, glaube ich, da gibt man ein bisschen mehr Gas, als wenn man jetzt 6 Wochen hätte oder so. Also ich denke, wir geben uns Mühe. Wir werden uns Mühe geben, ihm Gas geben. Aber es ist auch bestimmt eine harte Zeit. Also man hat wenig Zeit zum Verschnaufen, aber ich denke, die Freude kann geballt konsumiert werden. Ja, dann kommen wir zum wichtigsten Tag, dann kommt der Zug. Jetzt sind Sie Metzgermeister, Sie haben eine große Firma für Fleischwaren. Und wir sehen Sie auch dienstags und freitags immer hier im Pool auf dem Markt stehen mit Ihren Fleisch- und Wurstwaren. Was fliegt jetzt aus dem Prinzenwagen am Dienstag mehr? Sträußchen oder Würstchen? Also vor allen Dingen Bützchen. Da kommt halt meist. Also die ist mir zu billig, die Version, das geht nicht. Nein, natürlich werden von allem wird etwas kommen. Es werden viele Sträußchen geworfen, wir werden viele Kamellen werfen und ich werde natürlich auch die Bürger und Bürgerinnen verwöhnen mit den Wurstartikeln, die ich habe. Jetzt habe ich noch eine Frage an den Ingo. Kannst du ihm einen Tipp geben, was er auf keinen Fall tun soll? Oder was er unbedingt machen soll. Also ich sag mal, Alkohol trinken zum Beispiel. Ja, das trinkt man in Mäßigen. Damit muss man sich schon mäßigen. Man bekommt es von allen Seiten angeboten, aber man sollte es nicht machen, weil man kann sich der Sache dann nicht konzentrieren. Er sollte im Zug auf 2 Dinge achten. Einmal, wenn er von der Hackenbrecher Straße den Zug abnimmt, und dann, wenn am Paul-Decker-Platz kommt, da wird es sehr, sehr voll sein. Ich hatte früher noch die Möglichkeit, die Fennerstraße runterzufahren. Und dieses Menschenmeer da unten zu sehen, das wirst du nie im Leben vergessen. Da soll er sich dran festhalten und dann auch sagen, es war eine wunderschöne Zeit. Ich wünsche meinem Prinzen, Horst Günther, designierten Prinzen, viel, viel Spaß in der Zeit, viel Freude. Und es gibt ein Sprichwort. Lass mal lache, lass mal singe und Herz bringt alles nach vorne. Und Lachen ist die beste Medizin. Horst Günther, viel, viel Spaß. Dankeschön. Also der Zug ist ja ganz wichtig hier für Pulheim. Und wir haben das jetzt schon häufiger gesehen, weil tierisch viele Leute, wir senden den auch übrigens immer bei Pulheim TV, und dieses Jahr natürlich auch wieder. Und da muss man sich ja entscheiden, in welche Richtung werfe ich. Und das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Wie sprechen Sie sich da mit Ihren Bauern und Jungfrau ab? Machen Sie sich einen Plan? Nein, soweit sind wir noch nicht. Also wie gesagt, wir haben ja auch erst gerade angefangen. Wir werden auf jeden Fall versuchen, so viel wie möglich unter das Volk zu kriegen. Ja, dann wünsche ich Ihnen wirklich eine gute, eine schöne Session, dass Sie gesund bleiben, dass Sie die 10 Tage locker wegstecken. Und dass wir uns Karnevalsdienstag wiedersehen
und wir wirklich sagen können, Mensch, was hätte der Phil geworfen? Vielen Dank.